So, und es geht direkt weiter mit Chrono Trigger. Ich habe jetzt keine kurze Pause gemacht, einfach nur schnell angefangen, das nächste Video zu ändern. Und weiter geht's. Und wir sind immer noch auf dem Weg nach, oder auf der Suche nach dieser komischen... auf Lucky Luca. Ja. Aber, ich habe ehrlich gesagt gerade wirklich keine Ahnung, wo ich da hin muss. Gehen wir einfach mit. Oh. Oh. Die sind ja, ey, die sind gut, die Sachen sind gut für uns. Kommen wir doch direkt mal hier. Einmal für das, einmal das. Das empfiehlt Tante Gudrun auch immer. Wollen wir frauenfeindlich sein? Wollen wir frauenfeindlich sein? Nee, wollen wir mal nicht. Ach ja, unter anderem. Kann man hier sehen, die Bilder und Stufe 3 und den ATK-Wert und so weiter. Unter anderem sieht man ja oben rechts Gewitter. Jeder Charakter hat ein eigenes Element. Und ja, das von Chill, von Chili Chill Chill, ist Gewitter, sprich Elektrizität. Und das von Goody Gudrun, it Wetter. It Wetter. Wetter. Du findest es im Norden. Müssen wir jetzt nach Norden? Ich hoff's einfach mal. Ja, schauen wir einfach mal nach. Rennen. Ah, jetzt sind die auch weg hier. Na Gott sei Dank. Warte mal kurz. Ich brauche etwas Süßes. So, wir dürfen uns da nicht wegbewegen. Ja, Goody Gudrun, die muss halt auf ihre Figur achten. Ich möchte ein paar von denen. Natürlich. So, schon fertig. Und jetzt geht's weiter. Ach, da ist ja endlich diese komische Maschine. Ob. Tretet vor! Ach so, der Typ. Wenn es euch nicht an Zeit und Mut gebricht, unser Superdimensionsbeamer. Der Superdimensionsbeamer. Yeah. Ist die Erfindung des Jahrhunderts. Ich dachte, das wäre die Jahrtausendfeier. Es ist ganz einfach. Von dieser Plattform werdet ihr auf diese teleportiert. Ein Meisterwerk von meiner lieben Tochter Lucky Luca. Oh, da freut sie sich. Da freut sie sich. Da könnte man auch ein bisschen anders interpretieren, wie die gerade den Arm gehoben hat und so. Luca! Och Mann, Pessimistin. Auf. Hier. Mit dir reden. Hopp. Willst du mal, Sohnemann? Oh, du bist Chili Chill Chill. Na dann. Reden wir mal mit Lucky Luca. Chili Chill Chill. Wo warst du denn? Niemand will diese Schüssel testen. Wie wär's mit dir? Das wird lustig. Ach man, immer Goody Gudrun, die ist immer so gut gelaunt, das glaube ich nicht. Ich werde zuschauen, während du dich auflöst. Ja, tschö, mach's gut, ne? Ich löse mich da mal auf, bin da mal schnell weg, bin nur mal kurz die Welt retten. Stell dich links drauf und ich komme rechts raus. Ja, das kennen wir. Na, dann gehen wir mal drauf. Tun wir ihr den Gefallen. Alle Systeme aktiv. Immer. Energietransfer einleiten. Ich bin drin. Wow. Das war super. Hat ja doch funktioniert. Und ich lebe. Und wie war's? Willst du nochmal? Erstmal nicht. Und was sagst du? Das fetzt. Jetzt bin ich dran. Wie bitte? Hey Chili Chill Chill, wo hast du denn eine Puppe wie sie aufgebettelt? Aufgegabelt, ups. Wart nur Chili Chill Chill. Ich bin gleich zurück. Goody Gudrun. Seht gut her, Leute. Während diese liebliche junge Dame die unglaubliche Maschine beschreitet. Aha. Nicht weggehen, ich bin gleich wieder da.
Bist du auch ganz sicher? Noch kannst du es dir überlegen. Nix da. Leg den Hebel um. Oh, jetzt ist er angepisst, die Gudrun. Die Gudrun. Jetzt geht's rum. Okay, alle miteinander. Sie kriegt danach einen extra Applaus. Alles System aktiv. Energietransfer einleiten. Und? Sie blinkt. Was ist jetzt? Mein Amulett. Es. Hä? Eine... Warpzone! Und Lichter. Die in die Warpzone gehen. Und weg ist er. Verdammt! Und die hat den Charakteranzug an! So eine... Wo zum Geier ist sie? Der Geier hat sie geschnupft. Wie Schnupftabak. Ja, dann macht mal jetzt hier schnell. Wo ist sie? Alter, mach ich jetzt gleich mal eine Pause. Sie verschwunden, das kann nicht an dem Gerät liegen. Das Kraftfeld schien auf ihr Amulett zu reagieren. Aber was machen wir denn jetzt? Sie kommt mir so bekannt vor. Ich kenne sie irgendwoher. Naja. Während die sich noch weiter aufregen, stellen wir uns einfach mal hier in die Mitte. Und... In die Mitte! So. Das war nicht ganz mit, aber egal. Also, im nächsten Part werden wir dann sehen, was mit Goody Gudrun passiert. Und ja, Lucky Luca ist ja hier mit ihrer Brille am Specknecken und so. Also, macht's gut, bis zum nächsten Part bei Let's Play Chrono Trigger. Banana Brother Chili, out now. Tschö.